Hi, willkommen zu einem Stick-Büff-Me an meinem Mirabilia. Habe ich ja im Stick-Junkie erwähnt, dass ich da gerade dran bin. Ich habe nicht weitergemacht, also im Endeffekt ist es gleich gedreht nach meinem Stick-Junkie. Ja. Ich hoffe, euch hat das Stick-Junkie gefallen. Ich denke schon, es kommt ja immer gut bei euch an. Ich hatte ja sehr viel zu erzählen. Und ja, leider habe ich da auch ein paar Fehlinformationen drin, wie Lauge und Säure. Das hat natürlich nicht gestimmt. Es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Natürlich gibt es auch Salzsäuren und die ist ja natürlich nicht sauer, ne? Das ist ja salzig. Aber ich denke, ihr werdet mir das auch nicht krumm nehmen. Von daher. Ja. Ich sticke hier an meinem Mirabilia. Kann euch auch gleich zeigen, wie die aussieht. Wenn ihr möchtet. So. Das mal ein bisschen raus. Raus. Oh, so. So sieht die aus. Na, will ja nicht fokussieren. Aber so gar nicht, gell? So, jetzt glaube ich. Das ist die Mirabia und ich bin jetzt irgendwo hier unten. Also irgendwo da. Da irgendwo bin ich gerade. Sehr viel braun. Ich bin gespannt, wie sie fertig aussieht. Schauen wir mal. So. Gehen wir wieder näher ran. Genau. Und wir werden das fokussieren, damit ihr es nicht andauernd zurückfokussiert. So. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe diese Vorlage in den Pattern Keeper gekriegt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einen Trick angewandt und das nennt sich Etsy. In Etsy kannst du die PDFs kaufen. Ich möchte dazu allerdings sagen, ich habe das Original mit Absicht gekauft, weil ich den Künstler unterstützen wollte. Aber ich habe es nicht hingekriegt, sie in den Pattern Keeper zu kriegen. Also habe ich mich kurzerhand entschlossen, für 4,50 € oder so die PDF zu kaufen. Allerdings sage ich euch gleich, es sind ein paar Fehler in den PDFs drin. Und glaubt nicht, dass ihr sparen könnt, wenn ihr PDFs kauft. Die Perlen sind nicht drin. Sie sind schon, also ist es halt einfach farbig anders umgesetzt dann. Also ich bin froh, dass ich das jetzt im Pattern Keeper habe und ja. Muss jeder für sich selber wissen, wie er es macht. Aber ich habe die Künstlerin auf jeden Fall unterstützt. Und werde es weiterhin tun. Ich habe alle Original-Mirabilias, die ich besitze, auch beim Original gekauft. Allerdings wollte ich einfach nicht die Vorlage anmale. Es geht darum, Mirabilias, wenn die nicht mehr hergestellt werden, irgendwann wird die Auflage nicht mehr gedruckt. Und wenn die dann mal ein paar Jährchen alt sind, können die mal mehr wert sein als 15 Euro. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Mirabilia-Vorlage
so gut wie unversehrt bleibt. Und deswegen, man hätte jetzt Kopien machen können, aber ich habe keinen Kopierer, also ich habe keinen Scanner oder so. Und deswegen habe ich mich für diese Wahl entschieden. Hat mich ja jetzt natürlich extra Geld gekostet, aber das war mir jetzt egal. Hauptsache, ich muss die Vorlage nicht beschädigen, weil ich bin bei der Riesenvorlage, habe ich echt Probleme gehabt, den Überblick zu bewahren und habe dann halt ab und zu mal Fehler reingehauen, die ich inzwischen auch schon korrigiert habe. Die hier habe ich auch machen müssen. Habe ich auch gemacht. Und ja. So, jetzt müssen wir hier unten weitermachen. Da, genau da. Habe ich es halt so gelöst. Bei de Bella Filipinas ist das dann wiederum kein Problem, die irgendwo auf den Scanner zu legen und Kopien zu machen, weil die ja auch A3 haben. A3, A4. Aber die Mirabilias, die sind ja so richtige Plakate. Das ist dann schon etwas schwieriger, sie zu kopieren oder zu scannen. Außerdem ist der Padding Keeper halt schon toll. Aber wie gesagt, die Farben stimmen nicht. Ich habe die ganzen Farben dann auch umschreiben müssen, damit es stimmt. Also ich habe da wieder ein bisschen Zeit und Arbeit reingesetzt. Das sieht nicht gut aus. Das könnte nicht stimmen. 1, 2, 1, 2. Doch, das stimmt. Okay. Ich glaube, wir sollten mal vielleicht von der anderen Seite noch Licht machen. Dann sehen wir auch besser. Ja, ich habe euch ja im Stickjunkie schon erzählt, dass ich wahrscheinlich wieder in die Dreischicht gehe und ja, kaum sind ein paar Stunden vergangen und so ist es jetzt auch. Ich gehe in die Dreischicht ab nächster Woche. Also wenn ihr das Video seht, bin ich schon in der Nachtschicht. Vermute ich nicht, ist so. Ich hasse diese Schicht, aber gut, so ist es halt. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir laufen. Okay. Also laufen hat, heißt immer bei mir, wie wir lang sticken. Versuche mir dann immer so einen Plan zu machen, aber ich glaube, das macht jeder von euch. Wie ich dann den Faden in welche Richtung versticke. So. Ja. Ich habe jetzt auch angefangen, wieder eine neue Sendung zu gucken, aber die kennt wahrscheinlich jeder. Ich bin jetzt endlich froh, dass man sie endlich auf einer Streaming-Plattform gucken kann. Und zwar ist das ein Engel auf Erden. Und zwar mit dem Schauspieler von der kleinen Farm. Den gucke ich sehr gerne. Die kleine Farm kann man leider noch nicht gucken. Das wäre auch sowas, wo ich alles durchsuchten würde. Die kann man momentan nur kaufen, aber nicht umsonst sehen. Doch bei Join fünf Folgen oder so, das ist aber, wenn, dann suchte ich ja komplett durch. Und das geht aber noch nicht. Aber auch das wird wieder kommen. Das ist genauso, ich gucke
Auch es sind die alten Folgen, die mich momentan sehr fesseln, wie Diagnose Mord. Hart, aber herzlich. Das sind so, die gucke ich momentan sehr viel, auch im Fernsehen. Mir wären die Streamings lieber, aber wie gesagt, du kriegst sie einfach momentan nicht. Jetzt ist hier mal ein Engel auf Erden umsonst. Und ja, jetzt schauen wir mal. So, jetzt müssen wir schräg. Eins, zwei. Und dann müssten wir hier im Endeffekt weitermachen. Habe ich recht? Und ich müsste vier dazwischen haben. Eins. 2, 3, 4 passt genau. Und wir müssen jetzt hier. So, das müsste passen. Habe ich recht? Ja, gut. Und dann wären das 3. Ja, ich und meine Mutter haben ein kleines Problem. Wir wissen nicht so richtig, wo wir im Spätjahr in den Urlaub gehen sollen. Uns ist irgendwie nichts recht. Und was uns recht ist, ist uns zu teuer. Ja, auch ich habe Grenzen. Und sagen wir mal, eher so meiner Mutter ist es etwas zu happig. Ich kann es in meinem Leben immer noch mal machen. Unsere erste Wahl war Indonesien, Bali. Da ist es nicht der Preis, sondern der Weg. Also der Weg, also leck mir am Arsch, da bist du ja 26 Stunden unterwegs mit Zwischenstopp. Das ist mir sogar zu happig. Also das ist ja total anstrengend. Da will ich ja gar nicht wissen, wie das für eine 62-jährige alte Frau ist. Also 26 Stunden ist schon lang. Ich habe dann zu ihr gesagt, okay, dann fliegen wir doch einen Tag nach Hongkong. Also da ist die Zwischenlandung. Und bleiben einen Tag in Hongkong. Aber das wollte meine Mutter nicht. Und deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden. Und dann war die nächste Wahl, irgendwas wieder mit der AIDA zu machen. Es gibt die Karibikreise auch, wo du an Mexiko rangehst zweimal. Und du zweimal an Jamaika hältst. Jamaika haben wir ja nicht wirklich gesehen. Da sind wir ja wirklich gelandet und sind gestartet. Mehr hast du davon auch wirklich nicht gesehen, außer dass es Häuser an dir vorbeigefahren sind. Also wenn du mit dem Bus dahin gefahren bist. Sonst hast du von Jamaika nicht gesehen. Ja. Aber das ist meiner Mutter auch nicht so recht, weil. Oh, ich hätte nur zwei nehmen sollen, wa? Jo, das war jetzt. Einen muss ich wieder aufmachen. Hopp. Ja, was. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier meine. Such. Weil wir die Inseln dann schon, wir würden zwei Inseln besuchen, die wir dann, wo wir dann schon zu, wo dann meine Mutter dann schon zum dritten Mal wäre und das möchte sie halt einfach nicht. Verstehe ich. Also wird es das auch nicht. So, jetzt sitzen wir da und wissen nicht so wirklich, wohin. Jetzt habe ich zu meiner Mom gesagt, ja komm, lass uns doch mal Indien ausrechnen lassen. Und meine Mutter hat den Vorschlag, eine Nilkreuzfahrt zu machen. Und ja, das müssen wir uns jetzt ausrechnen lassen. Mal sehen, ob das irgendwas wird. Nächstes Jahr wissen wir schon, wo wir hin wollen. Wir wollen auf die Seychellen mit der AIDA. Und ja, das machen sie halt nur alle 2 Jahre. Dieses Jahr machen sie eine Asien-Tour, wo auch eine schöne Tour dabei ist.
Aber die geht 3 Wochen und kostet einen Haufen Kohle, Leute. Also, du bist echt überall. Du bist in Singapur, du bist, glaube ich, 3-mal in Indonesien, in China, in Japan, glaube ich, sogar noch. So, jetzt habe ich eins. Habe ich gemacht. Jetzt muss ich das zweite auch noch machen. Okay. Ja. Also, es wäre eine Riesentour. Singapur, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und wo war man denn noch? Ich glaube, in Korea. Und ja, auf jeden Fall ist das eine Riesentour. Riesen-Asien-Tour. Aber wie gesagt, die ist sowas von teuer. Ich glaube, die 3 Wochen kosten uns um die 8000 Euro pro Person. Also, das ist halt. Das ist eine Hausnummer, Leute. Das ist vom Allerfeinsten. Also haben wir uns erstmal dagegen entschieden. Außerdem wäre sie erst nächstes Jahr im Januar. Und das ist ja total nichts drin. Wir wollten ja im Spätjahr weg. Und deswegen haben wir uns auch dagegen erstmal entschieden. Jetzt ist eigentlich gerade im Raum, wie gesagt, Indien und die Nilkreuzfahrt. Und dann muss ich dazu sagen, dass wir auch am Überlegen sind, wieder über Weihnachten abzuhauen. Und wir lassen uns wieder Teneriffa ausrechnen, weil du hast ja nicht wirklich viele Möglichkeiten, hier in Europa irgendwie ins Warme zu kommen, außer auf die Kanaren zu fliegen. Höchstens du sagst, okay, ich fliege wirklich weit weg und gib auch nicht Geld aus. Obwohl Indonesien war ja jetzt überhaupt nicht teuer, also gar nicht. Aber das Problem ist einfach, der Flug ist ja, das ist eine Hausnummer. Da müsste man einfach mal sagen, okay, man geht in 2 Wochen nach Thailand und geht dann nochmal 2 Wochen nach Indonesien oder so. Dann hast du einen Flug. Irgendwie so, dass du es irgendwie mit einer Reise verbindest, ja. So sehe ich das halt. Ja. Aber ich glaube, meine Mutter sieht es genauso. Jetzt habe ich euch aber genug vorgelabert von irgendwelchen Reisen. Das ist halt so momentan das, was mich beschäftigt. Ich habe jetzt 1, 2 und ich muss 3 machen. Okay. Dann muss ich jetzt da rein. Und da rein. Ja. So passt's. Ja. Ja, geschäftsmäßig. Ja, der Kunde will wieder mehr Teile und so schnell wie möglich und am besten jetzt und sofort. Und ja. Kennen wir alles schon, hoch und runter, hoch und runter, das ist immer dasselbe. Man sollte froh sein, dass man so einen Job hat oder dass man überhaupt einen Job hat. Ja. Na komm. Hörbücher höre ich gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Ich habe ja die Schatzinsel gehört. Ich muss dazu ehrlich sagen, dass die Schatzinsel nicht meins ist. Absolut nicht. Also, ich fand's teilweise sehr langweilig. Und das hat natürlich angestrengt, es überhaupt durchzuhören. Allerdings finde ich den Zähl, also diesen, den sie da gemacht haben letztes Jahr, echt super schön. Er ist wirklich toll geworden. Sunny Hachidoro, klein aber oho, hat das gemacht und es ist wunderschön geworden. Ich bin ganz neidisch. Sunny, Grüße gehen hier mit raus, falls du es siehst. Ja. Sei mir nicht böse, aber es war nicht meins. Das Buch. Jetzt höre ich, glaube ich, gerade Lupin. Lupin ist ein Meisterdieb. Bin ich auf die Idee gekommen, es zu sehen, weil
es eine Netflix-Serie gibt mit Lupin. Oder der möchte gern Lupin sein. Der Gentleman-Dieb. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du dir mal die Bücher nehmen. Aber das habe ich an. Ich habe es nur angehört. Also wirklich nur angefangen. Ich habe immer so Phasen, wo ich mal Hörbücher höre und wieder eine Phase, wo ich dann Serien suchte. Also jetzt bin ich gerade wieder in der Serienphase. Ja. Und eins. Jetzt wartet mal, jetzt muss ich ganz kurz mal abstreichen. Ja, dass ich Serien suchte. Also momentan bin ich wieder in der Suchten an Serien. Und ja, ich glaube, das habe ich jetzt schon gesagt. Ich muss hier nur ganz kurz abstreichen. 61 Stiche haben wir jetzt zusammen gemacht. So, wie geht denn das da jetzt hoch? Da geht es jetzt hoch. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal. Ja. Ich hoffe, euch hat es. Ich mache jetzt in diesem Sinne mal Feierabend und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bye. Tschüss.